Lohnt sich der Funny Frisch Adventskalender für 21,99 € oder kann man sich das Geld sparen? Wir packen ihn gemeinsam aus und gucken mal. Falls du mich nicht kennst, ich bin Özlem, die Adventskalender-Tussi, und niemand in Deutschland testet so viele Adventskalender wie ich, damit ihr euch das Geld sparen könnt, falls sie sich nicht lohnen. Hier seht ihr einmal den Inhalt vom Funny Frisch Kalender und ich muss sagen, ich mag Funny Frisch sehr, sehr gerne. Genauso wie Ötje oder Chio. Also viele meiner Lieblingsknabbersachen sind von Funny Frisch. Zum Beispiel diese Sesamfischlis, dann diese Chips in Ungarisch, Orientalisch, Salt and Vinegar, Hammer. Nice. Geht es nicht darum, dass man irgendwie einen großen Gewinn macht, sondern hier geht es darum, viele kleine Packungen zu haben, um das Sortiment kennenzulernen. So kleine Packungen sind auch cool, wenn man mal einen Naschanfall hat, hast du hier ein bisschen was zu knabbern. Solche Sachen nehme ich sehr gerne als Notfallsnack. Für mich ein cooler Kalender, weil hier geht es mir nicht ums Gewinn machen, sondern darum, vieles kennenzulernen für kleine Knabbermampfer. Ich finde die Mischung gut, aber mal sehen, was ihr so denkt. Würdest du dir den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Schreib's mir in die Kommentare und folg mir gern für mehr. Mua.